Natürlich, aber das ist natürlich alles. Aber jetzt hör doch das Weinen auf. Er unterdrückt die Tränen, RTL explosiv, Tränen kullern über sein Antlitz. Jetzt kommt das Lied so zur Tragik. Frauentausch auch eigentlich. Über die Ich. Frauentausch. Gut, gute Idee. Sehr gut. Liedermacher, Rauschtausch heißt es. Wo müssen wir hin? Ich kann nicht mehr. Wir gehen jetzt 134. Da ist deine oben nochmal. Wir haben auch eine andere Gitarre jetzt für dich und ein völlig neues Bild. Man muss halt genau hinschauen. Michael, komm, lass uns gehen. Komm hinter mir her. Wir sind Adas und wir grüßen den König. Meine Frau ist über mich entsetzt, weil ich jeden Abend sag, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren, warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Männer, kennt ihr das? Ihr steht am Herd und wollt in Ruhe kochen. Eure Frau kommt von der Arbeit heim, rotzbesoffen. Ihr denkt euch, schöner Abend, na gut, ein andermal. Sie setzt sich hin, Fernseh anschaut, DFB-Pokal. Ich frag sie, während sie Fußballlieder singt, wer wohl die Kleine morgen früh in den Kindergarten bringt. Welche Kleine? Fragt sie, wir sind doch nur zu zweit. Ich sag die Kleine, die seit einer Stunde in ihrem Kinderbettchen schreit. Meine Frau ist über mich entsetzt, weil ich jeden Abend sag, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren, warum denken Frauen nicht nur mit ihrem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Kind, beruhigt, Fußball ist aus. Ich fang zu reden an, ich sag, ich will so gern mal wieder zu Ikea fahren. Was willst du da? Fragt sie, wir müssen schließlich sparen. Ich sag, gut, weg mit dem Auto. Sie sagt, okay, wir fahren. Wie wär's mit Samstag, frag ich? Da könnten wir in Ruhe schauen. Nein, da geht's nicht, da ist Fußball und da kommen meine Frauen. Und am Montag? Nee, da muss ich mich erholen. Aber am Dienstag, nein, da bin ich doch mit Jessica beim Bowlen. Ich sag, am Mittwoch spielst du Poker, seit über einem Jahr. Am Donnerstag gibt's Frühleines in der Titty Twister Bar. Am Freitag spielst du Billard, ich fange an zu schreien. Fahren wir noch Sonntag zu Ikea und brechen einfach ein. Meine Frau ist über mich entsetzt, weil ich jeden Abend sag, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren, warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Es eskaliert, wir streiten bis aufs Blut. Ich werd hysterisch und fang an zu heulen, das können Männer gut. Ich geh ins Bett, mach die Augen zu und warte auf den Schlaf. Sie kommt nackt ins Schlafzimmer und sagt, ich bin jetzt wieder brav. Ich schrei, Sex, 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 das ist alles, woran du denkst. Merkst du nicht, wie du mich verletzt, wenn du mich in die Nacht bedrängst? Du könntest doch einfach so mal kuscheln mit mir. Sie sagt, hey Michi, Wurst, Wurst, leck mich am Arsch, ich trinke ein Bier. Meine Frau ist über mich entsetzt, weil ich jeden Abend sag, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren, warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Hey, wir sind Twig! Und ihr könnt uns auf Alicante TV sehen. Was war das jetzt? Es geht der nächste. Hallo? Hallo? Schick mich doch am Arsch. Entschuldigung, eine Frage: Wie komme ich denn jetzt hier raus? Out. Ja, aber irgendwie. Out. Ja, das ist out, ist gut. Out, sagt. Irgendwie muss ich ja rauskommen. How can I come out praktisch? Out. Danke, Ali. Left. Down. Down, ciao. Mir gegenüber sitzt Herr Max von Kinlin. Und dieses Interview, was wir jetzt dann führen, hat einen ganz besonderen Anlass. Also wir sind sehr zeitnah. Grüß Gott, Herr Kinlin. Oder sagt man von Kind? Ja, so sagt man. Immer wieder falsch. Es gibt einen Film, der in Arbeit ist, vom Josef Vilsmaier,
Der wird heißen Nanga Parbat. Und da geht es um die Expedition 1970 auf den Nanga Parbat von Günter Messner und seinem Bruder. Sein Bruder ist im Laufe dieser Expedition verstorben. Jetzt gibt es gerade über den Film, den jetzt noch keiner gesehen hat, und über den Inhalt großen Gesprächsbedarf, glaube ich. Und ich würde Sie bitten, dass Sie mir Ihre Funktion und Ihre Sicht der Dinge ein bisschen näher bringen, warum es so große Diskussionen gibt. Warum das so viele Diskussionen gibt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber eines ist auffällig, dass der Herr Filzmaier, von der ja